Willkommen in Norwegen! Die Sonne scheint, der Schnee ist geil, die Leute sind alle cool drauf. Ich wusste nicht wirklich, worauf ich mich einlasse. Ich wollte einfach mal mitfahren, Snowkiten austesten, weil es was Neues ist, was anderes ist. Ja, man hat hier viel Freiheiten, viel Fläche, wo man einfach üben kann, sich ausprobieren kann. Also ist cool. So kann man auch auf den Berg hochkommen. Mein großer Coach und Mentor, der Olsen, hat mir geraten, meine Leichtwind-Skills ein bisschen zu verbessern. Und ich werde versuchen, seine Anweisungen Folge zu leisten. Und ja, ich freue mich schon. Es geht sehr wenig Wind und wir werden uns jetzt den Berg hochlupen. Kommt's mit? Okay. Ich habe mich entschieden, mit Lake United wegzufahren, weil ich in Olsen den absolut perfekten Tourguide gefunden habe, weil hier immer lässige Leute mit sind und weil das Rahmenprogramm auch absolut Spaß macht. Like 200 meters up. Okay. So the whole time down there is at 1,000 and we're at 1,200 now. Pure wilderness. It's no cabins anymore. That's like the gate to the wilderness. That you are actually pretty much that far from the bottom. Because it's not much food and oxygen for the fish, so they always stay very low, and that's where they find actually all the food they need, which lies at the bottom of the water. So that's where your fishing rod should be.